nutzen Sie die TAN-App VR Secure Go? Dann wird dieses Video interessant für Sie sein. Die bisher von Ihnen genutzte TAN-App wird zum 31. Dezember 2021 abgestellt. Grund dafür ist eine technische Umstellung. Die Nachfolge-App heißt VR Secure Go Plus und steht schon heute im App Store bzw. Google Play Store für Sie bereit. Bitte beachten Sie, dass der Wechsel von der alten auf die neue App nicht automatisch erfolgt, sondern eine Installation durch Sie erforderlich ist. Aber keine Sorge, die Installation der neuen App auf Ihrem Smartphone oder Tablet ist mit nur wenig Aufwand möglich. Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie es funktioniert. Zunächst ist es wichtig, dass Sie die alte App VR Secure Go noch nicht von Ihrem Smartphone oder Tablet löschen und dass die alte App mindestens über die Version 21.5.3 verfügt. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie bitte zunächst ein Update durch. Diese beiden Voraussetzungen sind notwendig, um eine sogenannte App-to-App-Migration zu durchlaufen. Das bedeutet, dass die Installation der neuen App für Sie weitestgehend automatisch erfolgt. Bitte laden Sie nun die neue TAN-App VR Secure Go Plus im App Store oder Google Play Store herunter. Bitte öffnen Sie nun die neue App. Sie werden aufgefordert, einen Freigabecode zu vergeben, mit dem Sie zukünftig Ihre Aufträge, wie zum Beispiel eine Überweisung im Online-Banking, freigeben können. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich künftig per Finger- oder Gesichtserkennung in der App anzumelden. Im nächsten Schritt erkennt die App, dass noch die Vorgänger-App auf Ihrem Smartphone installiert ist und bietet die Ablösung der alten App an. Klicken Sie dazu nun auf Übernahme starten. Sie werden daraufhin automatisch auf die Anmeldemaske der bisherigen VR Secure Go App geführt. Klicken Sie nach Ihrer Anmeldung auf den Punkt Ausführen, um die Migration auf die neue VR Secure Go Plus App zu starten. Bitte beachten Sie, sollten Sie die TAN-App VR Secure Go Plus zur Freigabe von Online-Kreditkartenzahlungen bereits auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert haben, so können Sie die automatische Migration in der neuen App über den Menüpunkt Bankverbindung manuell starten. Schon nach kurzer Zeit ist die Migration abgeschlossen. Sie haben nun die neue TAN-App VR Secure Go Plus erfolgreich installiert und können die Vorgänger-App löschen. Ab sofort geben Sie Ihre Aufträge im Online-Banking über die neue App VR Secure Go Plus frei. Ihr Vorteil? Die Eingabe einer TAN ist nicht mehr erforderlich. Neu ist auch, dass Online-Transaktionen mit der Kreditkarte in der VR Secure Go Plus App bestätigt werden. Dies betrifft lediglich Online-Zahlungen, wie zum Beispiel in Online-Shops, und setzt voraus, dass Sie Ihre Kreditkarte in der App hinterlegt haben. Aber es gibt nicht nur Änderungen bei der Erstellung von TANs. Auch das Online-Banking Ihrer Bank für Kirche und Diakonie erscheint in einem neuen und frischen Design. Was sich konkret geändert hat, erfahren Sie in folgendem Erklärfilm.